So. Blöde Säule. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Dann würde ich gerne ein bisschen in diese Richtung gehen. Bett. Bett haben wir eingepackt, ja. Ich glaube, wir packen mal besser ein bisschen Zeug in den Rucksack. Bevor hier es knapp wird. Das lassen wir drin. Treibsand, Mais, Bambus, gehärteter Sand. So. Hier, ja, falsche Taste. Ja, wir gehen jetzt so gesehen einmal um diesen riesen Berg darum. Ihr könnt sich ja auch mal langsam aufbauen. Oder ein bisschen schneller aufbauen. Bin jetzt gerade am Überlegen, wollen wir weiter in die Richtung hier gehen? Boah. Hier, ja, keine Ahnung, was da vorne ist. Hier, das sieht irgendwie aus wie ein Berg mit einem Baum drauf. Komm, nehme ich mit. Will ich haben. Alles her mit. Können wir vielleicht bei uns daheim anbauen. Ja, wir müssen daheim unbedingt die Felder vergrößern. So, da vorne sind Bäume und ein Riesenberg. Ups. Ja. Wir können hier eigentlich rumirren, solange wir wollen. Da sind Schafe. Da sind Kühe. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Leder. Arme Kühe, ich weiß, aber es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Wenn denn wenigstens Leder rauskommt. Na. Wenn kein Leder rauskommt, haben sie ihr Leben umsonst gegeben. So, ich würde sagen, wir laufen mal wieder ein Stück zurück. Ups. Wieso komme ich denn eigentlich immer auf die falsche Taste momentan? Ist bei World of Warcraft nicht anders. Da will ich eigentlich Taste 2 betätigen und drück Taste 3. Ich krieg Krüppelfinger. Ist schon schlimm manchmal. Dann hat man eine Aktion gemacht, die ewig lange Abklingzeit hat für nichts und wieder nichts. Aber hier, naja, da mache ich mal schnell die Tasche auf. Und na, dann kann es weitergehen. So, hier kommt jetzt wieder eine größere Rasenfläche, wie es aussieht. Oder auch nicht. Kleine Bäume. Was ist das? Eichenlaub. Das Blöde ist, wir können ja nicht mal gucken, ob irgendwo was Besonderes ist, weil der die Welt nicht gescheit aufbaut. Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung, machen so einen kleinen Schlenker
Genau, ihr habt recht. Und ich habe meine Ruhe. So, was ist das? Stengelgarten. Er hat Stengel gesagt. Uiuiui. Jetzt hat's geruckelt wie Sau. So. Ja, nicht mehr lange und wir sind daheim, wenn wir in diese Richtung weitergehen. Das wäre. Das ist eine verrückte Idee. Es ist eine richtig verrückte Idee. Aber warum nicht? Wir sind jetzt hier schon so lange unterwegs, haben nichts Gescheites gefunden. Außer einen Höhleneingang. Gehen wir mal kurz rein. Hallo. Hier geht's sogar nach links und rechts. Hallo. Sackgasse. Toll. Wow. Hallo. Sandstein. Noch mehr Sandstein. Ist da unten was Besonderes? Nur mal kurz gucken. Chromatit. Gravel. Also Kies und Sackgasse. War doch klar. Was habt ihr denn gedacht? Dass wir direkt was finden, wäre was ganz Neues. So, hier sind wir hochgekommen. Meine Spinnerei jetzt. Wir laufen nach Hause. Wir müssen eigentlich immer nur in, ja, in die Richtung hier. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg was Interessantes. Wäre eine Option. Besser als hier die ganze Zeit planlos durch die Gegend zu irren. Was war das? Ente. Ja, ist gut. Ich hab dich auch lieb. Und es ruckelt wieder. Besser als hier planlos die ganze Zeit durch die Gegend zu irren und zu hoffen, dass wir was Interessantes finden, können wir genauso gut jetzt sagen, okay, wir laufen Richtung zu Hause. Killen noch ein paar Kühe für Rucksäcke unterwegs. Hallo, bleibst du stehen? Hallo, bleibst du stehen? Hallo, bleibst du stehen? Hallo, bleibst du stehen? Ey. Ich hoffe mal, da war Leder dabei. Ja, das wäre eigentlich eine gute Maßnahme. Komm. Ja, du hast es auch gesehen, ich weiß, aber ich brauche nun mal das Leder. Wenn du kein Leder gibst, bist du selbst dran schuld. Was ist das? Einfach nur ein Baum auf dem Berg. Ja, also ich sag mal, es ist praktischer, wenn wir jetzt hier durch die Gegend laufen, auf dem Weg nach Hause, als wenn wir planlos einfach nur im Kreis laufen, gucken, ob wir was Interessantes finden und am Ende Pustekuchen. Außer rumirren nichts gewesen. Das wäre eine Maßnahme. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Vielleicht finden wir wirklich noch was, was ich zwar nicht glaube. Und das war unser Brot. Was sind das? Hä?
Lenkrad. Waren die synchron tanzen, die drei? Synchron schwimmen. Höhle. Nein, aua. Da, hier geht's auch tief runter. Das können wir ja mal markieren. Zack. Da sind wir. Hallo? Was ist das? Was denn das? Da will ich hin. Morgen dann. Höhle. Höhle. Ich glaube, wir müssen mal in die Richtung hier laufen. Was ist das? Wahrscheinlich nur ein Lavasee. So, aber das werden wir erst morgen erkunden, weil wir nämlich jetzt schlafen gehen. Ich bin gemein, ich weiß. Gute Nacht.